The old hag has cast a spell on Gabriel, making him very small. Small enough to enter the music box and retrieve the blue rose she so obviously desires. This old witch has me nervous. Something she said has filled me with disquiet. She mentioned the King of the Angels. I am sure I heard her correctly. What does this mean? Why do I have this feeling of dread? I hope Gabriel will succeed and quickly so that we may be on our way. When he has gone, I will kill this evil crow so that she may not be a danger to anyone else ever again. Nein, nicht Baba Yaga töten, das ist nicht nett. Baba Yaga ist nicht grundsätzlich böse. Ha, hallo! Wäre mal wieder Zeit für eine Maniküre, oder? Ein Blührös für Papa. Natürlich. Du hast die grüne Walze. Benutze die grüne Walze in dem Gerät dort, um mit dem Leierkasten einen neuen Weg zu öffnen. Okay. Ich habe eine Schriftrolle gefunden. Leierkastenmodell 3. Bedienungsanleitung. Zu Wartungszwecken lassen sich die Mechanismen im Kasten mit Hilfe der zentralen Maschine steuern. Stellen Sie sicher, dass die Musikwalzen in der richtigen Reihenfolge platziert werden, wenn Sie sich durch die Korridore bewegen. Und vergessen Sie nicht, sich die Dekorationen in den Korridoren genau anzusehen, ehe Sie die Walzen einsetzen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Kinder vom Leierkastenmodell 3 fernhalten. Klingt ja sehr spannend. Was genau habe ich jetzt zu erwarten? Ich habe es noch nicht so ganz durchschaut hier. Nette Musik auf jeden Fall. Ah, okay. I see, I see. So, was ist denn, wenn ich das hier nehme? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich mich dann mal hier reinbegeben. In die Todesfalle. Oh, shit. Geht's noch? Dangerous the music box is. Ja, ich merke schon. So, jedenfalls haben wir den Lichtmagiestein, auch wenn wir jetzt gleich wieder gestorben sind. Yes, you are. Good. Good. Many nights. Help Baba before you. Yes, yes, many. Okay. Das ist gar nicht komisch. Nö, nö. Aha, das ist ein Teleporter, der uns wieder zurück zum Start bringt. Alles klar. So, na dann. Wir haben mehrere rote Gänge. Gibt es jetzt auch mehrere Stellen, an die wir das setzen können hier, oder? Ach, nee. Oder? Ah, ich kann die auch vertauschen. Okay, lass mal schauen. Ah, die werden dann nacheinander abgespielt. Okay. Jetzt kommt die rote. Was ändert das? Aha. Haha, okay, na dann. Gut, ich würde sagen, dann setzen wir das Ganze mal andersrum rein, denn wir wollen ja nach Möglichkeit gleich das Rote benutzen. Na dann. Nächste Plattform. Und los. Sehr gut, kein Problem. War gar nicht mal so kompliziert. Jetzt müssten wir hier nur noch was finden. Ach, natürlich. So, lass mal schnell durchhuschen hier. They tasted so good. Very good nights.
Okay, wir haben die dritte Walze. Bislang ganz okay, muss ich sagen. 3 von 5. Sis, ja, Roses. Gut. Die Frage ist, ich tausche mal die zwei. Ich tausche mal die zwei, weil ich denken würde, dass wir das Lilane dann direkt nach dem Roten hatten. Auf geht's. Hops. Oh Gott! Was war denn das? Ja, toll. You are not as good as he said you would be. He said you would be worthy. Ja, kann ich doch nichts für, wenn das Ding mich da runterglitschen lässt. Komm, lass weitermachen. Alter, was ist denn los? Das ist so ein Problem, das ich schon ziemlich oft hatte in dem Spiel, muss ich sagen. Dass die Sprünge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Also auch schon ganz oft, wenn es darum ging, über irgendwelche Abgründe zu springen, dann ist er auf einmal einfach ein ganzes Stück kürzer gesprungen, als er sollte. So, aber diesmal funktioniert's und wir machen uns gleich hier drüben auf den Weg. Was? You alive? Yes, you are. Ach so, ich sollte da vielleicht nicht einfach reinrennen. Die Frage ist, was muss ich machen? You are not as good as he said you would be. Hallo? He said you would be worthy. Ach so, ich muss durchrollen. Das ist der Trick. Oh, das war aber knapp. But I knew you would come. So. Gut, damit hätten wir den dritten, den vierten schon, den gelben. Und die Frage ist, wo müssen wir jetzt lang? Die Frage ist, war hinten bei dem grünen Korridor noch was? Ich glaube nicht, ne? Oh, wir sind bald tot, sehe ich gerade. Ich hoffe doch, die machen ja Zwischenspeicherpunkte. Ich probiere das mal so rum. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was war, bei dem, wo wir den lilanen Stein gesammelt haben. Ich weiß es aber nicht. Ist jetzt mehr eine Vermutung. Ich habe nicht so genau darauf geachtet, muss ich zugeben. So, jetzt klappt es mit dem Springen seltsamerweise wieder ganz gut, ne? So schnell durchgehuschelt. Haben wir denn hier zufälligerweise das? Ne, hier ist gar nichts. Das ist ärgerlich. Dann müssen wir wieder den Rückzug antreten. Dann probiere ich mal den grünen Gang gleich nebenan. Das heißt, wieder grün als erstes rein. Und dann vielleicht gelb als nächstes. Vielleicht so? Keine Ahnung. So, warten wir das mal kurz ab hier. So, und dann huschen wir schnell durch. Nee, hier ist auch nichts. Hier ist ja direkt Schluss. Okay, dann vielleicht den gelben als erstes? Nee, das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Ich weiß halt nicht, wo irgendwas Gelbes war. Aber vielleicht soll dieser Korridor, den wir hier noch gar nicht betreten konnten, auch aus irgendeinem Grund mit Gelb betreten werden. Ich weiß es nicht so richtig. Wir haben ja hier noch den Weg. Der eigentlich auch einen roten Teppich hat. Aber vielleicht soll es ja mit Gelb sein. Ich habe keine Ahnung so richtig gerade. Lass mal irgendwie so machen. Nee. Okay. Oder soll das vielleicht eine verkappte Art von Lila sein hier drüben? Nein. Soll es nicht. Dreh dich mal wieder hierhin um, Mensch. Okay, dann machen wir wieder rot als erstes und gelb als zweites. Keine Ahnung, keine Ahnung. Machen wir mal so. So, wir schauen noch mal kurz hier drüben nach.
Wobei, da war ich doch schon, ne? Shit. Oh Gott. Ja, toll. Ich hoffe mal, die haben Checkpoints gesetzt, nachdem ich die Steine eingesetzt habe. Ach nee, oder? Ach so, dankeschön. Oh, ich dachte schon. Gut, dann, wie wollte ich das jetzt machen? Ich wollte den gelben als zweites setzen. Nee, ich mach's mal anders. Da war ich jetzt noch nicht. Ich probiere noch mal kurz. Ich habe gar nicht geschaut, ob es bei dem Lilanen vielleicht noch einen Weg zur Seite weg gab. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wer weiß. Oh, komm, ernsthaft? Diese Sprünge. Hops. Na komm. So, machen wir das doch einfach mal so. Das ist sicherer. Ach so, nee, ich wollte hier den lila nehmen, genau. Nee, hier ist auch links und rechts Schluss. Ebenfalls nichts zu holen. Na dann, probieren wir es mal mit... Ja, eigentlich haben wir bloß noch den, wenn wir rot und grün machen, ne? Aber das bringt's doch auch nicht so richtig. Diese Ecken, in denen wir die Walzen eingesammelt haben, die waren nie irgendwie noch ein Weg, den wir weiternehmen konnten. Können wir vielleicht hier irgendwie lang? Nee. Sowas mag ich ja ganz besonders. Okay, lass mal so probieren. Ups. Ich bewege mich jetzt nur noch so vorwärts, glaube ich. Ja, warum auch nicht? Lauf! Lauf, lauf! Was machst du? Typ? Das war gerade seltsam. Nee, hier ist ja auch Schluss. Macht keinen Sinn alles. Ach, shit. Ach, Mann. Es läuft mal wieder auf kurze Unterbrechungen und Herumprobieren aus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, was wir machen müssen. Da bin ich wieder... Ja, ja, lach mich nur aus, ich weiß. Da bin ich wieder und es war eigentlich einfacher als gedacht. Der rote Gang wird, reagiert natürlich auf das rote Ding. Ich habe es bloß bisher überhaupt nicht mitgekriegt, dass sich da auch die Plattformen zeigen. So, ich war jetzt noch nicht hinten. Ich vermute aber mal, dass wir das gelbe brauchen. Deswegen setze ich das einfach mal an die zweite Stelle. Achso, ich muss natürlich auch aktivieren. Das könnte helfen. So, und dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich habe schon gesehen, prinzipiell ist es genau das gleiche wie hier drüben auch eben. Also, arbeiten wir uns doch einfach mal nach da drüben vor. Und damit haben wir dann, oh Gott, auch wieder eine komplett neue Ecke, die wir hier noch erkunden können. Blau? Nee, hier, gelb, das ist doch richtig, ne? Oh, shit! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. You're alive? Yes, you are. Good. Was machst du denn? Jetzt. Okay, das reicht nicht. Was haben wir noch für Sprintmethoden? Das, ne? Nee. Ah, shit. Okay, aber zumindest haben wir eine Idee, was wir machen könnten. So, was hat man jetzt gesagt? Rot und Gelb? So hatte ich das, ne? Probieren wir mal. Also wahrscheinlicherweise werde ich da so sprinten müssen. Keine Ahnung. Wobei, da müsste ja aber irgendwo was zum Aufladen sein, weil wir die Schattenmagie dafür brauchen. Ach, nee. Doch, da ist was zum Aufladen. Willst du mich verarschen? Ha. So viel dazu. Okay. Dann wird's das wirklich sein. Ach Mist, ich bin aber auch bescheuert. Was machst du? Was tust du? Ah, dieser Typ. Sinnlos. Okay, müssen wir nochmal neu starten. Scheiße.
Okay, das ist echt ärgerlich. Baba Yaga, halt mal bitte die Baba, du nervst. Timing, ne? Timing ist alles. Die Zwischensequenz stört mich ein bisschen. Also, sie ist echt unnötig, dass sie jedes Mal kommt. Ist halt mehr eine Geduldsprobe als alles andere hier, habe ich das Gefühl. Weil man einfach sich mit Try and Error vorarbeiten muss. Oh Gott. Das kommt davon, wenn man so voreilig ist. So, Magie habe ich noch, also gehen wir gleich mal rüber. Jetzt! Ach nee, echt jetzt? Ach komm, leck mich doch, hä? Das ist doch eine Verarsche hier. Das muss echt nicht sein, sowas. Es ist ja okay, so ein Level 1 zu bauen, aber dann gestaltet es doch ein bisschen spielerfreundlich. Naja, was soll's. Halt hier drüben hin. Schneller! Okay, diesmal bleibe ich stehen in der Mitte. Scheint tatsächlich der Trick zu sein. Ach nee, komm! Also nicht dein Ernst. Oh, ich hab's geschafft. Meine Güte. In allerletzter Sekunde. So, jetzt habe ich natürlich gar nicht drauf geachtet. Doch, blau kommt als nächstes, ne? Also an dritter Stelle jetzt, meine ich. Immerhin Fortschritt. Wir haben alle Farben zusammen. Jetzt müssen wir nur noch die Rose finden. Es geht vorwärts. So, blau an dritte Stelle. Die anderen beiden, keine Ahnung, in welcher Reihenfolge, ehrlich gesagt. Ach nee, an zweite Stelle, ne? So eher. Ist halt die Frage, was brauche ich danach? Na, wir probieren mal. Ich werde jetzt sowieso erst wieder fünfmal sterben, wenn jetzt die neue Falle kommt. Die blaue. Ich nehme es zumindest mal an. So, ich lade gleich mal auf. So, was brauchen wir denn hier? Ahahaha, natürlich. Nee, okay, so klappt's nicht. Oh Mann. Wenn es nicht immer so wahnsinnig viel Leben kosten würde, dass man dann immer gleich stirbt. So, lass mal schauen hier. Ich probiere es nochmal. Tatsächlich. Okay. Das war jetzt erstaunlicherweise ziemlich simpel. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Lila ist natürlich falsch. Grün meine ich. Aber wir können ja einfach warten, bis Lila dran ist. So, ich hoffe einfach mal, wir brauchen das Grüne danach nicht noch extra. Jetzt. Okay, da sind wir. Doch, natürlich. Ich hasse euch. Ihr seid solche Ärsche. Gut, grün und gelb. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Die Frage ist wirklich, wo müssen wir lang? Ich probier's mal mit gelb. Ach shit, gelb kam noch. Oh nein, ich bin so blöd. So, okay. Weiter zum Lilanen. Gut. Und dann hatte ich gelb genommen, ne? Oh ja, wunderschön. Genau das, was ich brauche jetzt. Na komm. Nein, noch nicht so weit. Oh Gott, das hat geklappt. Tatsächlich. Hier liegt einer, ich hasse es nicht. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Okay, wir haben zumindest das geschafft.
Dass da jetzt noch einer rumliegt, das hätte ich nicht gedacht. Okay. Dann ist also klar, wir müssen das Grüne aktivieren. An die vierte Stelle. Und dann sollten wir es doch endlich abschließen können hier, oder? Na dann. Auf geht's. Nah am Ziel, jetzt könnten wir es schaffen. Gut, soweit. Das laden wir mal auf, sicherheitshalber. Und los geht's. So, das lassen wir durchspratzeln ein bisschen und gehen ganz gemütlich weiter. Sehr gut. Es läuft, es läuft. Ich glaube, so langsam habe ich es doch raus, wie wir hier agieren müssen. Na bitte. Noch das Grüne und eventuell noch ein Gelbes danach, ich weiß es nicht. Und dann sollten wir es endlich geschafft haben. Oh, shit. Du sollst den Sprint aktivieren, Alter. So. Wunderbar. Ja. Ja. Dankeschön. Wir haben es geschafft. Da ist die blaue Rose. The rose, give to Papa. Give to Papa. Here. Careful. Oh, pretty. Oh, pretty. Now, keep your promise. Of course, of course. Baba, good woman. Baba, not lie. Das war's für den Leierkasten. Gott sei Dank. Ich hätte ehrlich gesagt gern mal Baba Yaga als hübsche junge Frau gesehen, weil ich es mir nicht so richtig vorstellen kann. Baba Yaga muss hässlich sein, das gehört bei ihr einfach dazu. Aber vielleicht sehen wir das ja noch im Anfang, am Anfang des 10. Kapitels, das auch bloß aus 4 Levels besteht, okay? Also die scheinen jetzt doch relativ kurz zu sein, die letzten Kapitel. Gut, und es geht weiter mit dem Titanenfriedhof. Klingt spannend. Wir kommen also ins Reich der Toten so langsam. Und das wollen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Es geht ran an den letzten Fürsten der Finsternis oder den letzten Fürsten der Schatten. Viel ist es nicht mehr, was wir noch zu tun haben im Spiel. Und die Kämpfe werden härter, die Rätsel werden, ich sag mal, nerviger. Oder erfordern mehr Geduld, nennen wir es mal so. Also, das Spiel zieht doch schon ein bisschen an, ist jetzt aber, muss ich sagen, eigentlich nicht, also gerade von den Kämpfen her, gar nicht so schlimm, wie ich das erwartet hätte. Ich hätte gedacht, dass das jetzt wirklich hart wird zum Ende hin. Aber zumindest, was jetzt die Vampirfürstin anging, war es gar nicht mal so schlimm. Und Olrox, zu dem wollen wir ja gar nicht reden. Der war ja ziemlicher Kindergarten gewesen. Na gut, wir schauen uns beim nächsten Mal an, ob das sich vielleicht ändern könnte mit Kapitel 10. Ich weiß es ja nicht. Und wie sich die Geschichte noch weiterentwickelt, was aus Gabriel wird, ob er seine Marie wiederkriegen kann und was seine Taten für Auswirkungen auf die Welt haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut und haut rein.